Hallo, ich bin der Chris und ich begrüße dich heute zu einem weiteren Outdoor-Video. Heute geht es um Knoten. Warum geht es heute um Knoten? Ich habe mir für meine heurigen Outdoor-Aktivitäten ein Schlauchboot zugelegt und aufgrund der Motorisierung muss ich hier das Schiffsführerpatent 10 Meter machen und dafür ist es erforderlich, einige Knoten zu lernen, die dann prüfungsrelevant sind. Ich hatte selber ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Knoten, darum möchte ich euch heute zeigen, auf welchem Weg ich diese Knoten gelernt habe und euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für diese erforderlichen Knoten geben. Wir starten ganz einfach mit dem sogenannten Achterknoten. Der Achterknoten, naja, unschwer zu erkennen, heißt Achterknoten, weil er eine Acht beschreibt. Hier ist diese 8, zeige es nochmal ganz langsam her. Man hat dieses Seil, man formt hier dieses Auge, geht einmal quer drüber und sticht wieder hier in dieses Auge rein und hat somit eine 8. Das ist mal ganz einfach. Der nächste Knoten ist ein Knoten, mit dem man Seile verbindet, die eine gleiche Stärke haben. Ich habe hier leider nicht zwei gleiche Seile, aber für das Herzeigen dieses Knoten ist es allemal okay. Wir haben also diese zwei Seile, einmal von links und einmal von rechts. Wir legen die Seile übereinander, gehen einmal unten durch, legen das so her, halten das. Gehen mit diesem Seil einmal oben drüber und einmal durch dieses entstandene Auge durch, ziehen an. Richtig ist dieser Knoten, wenn beide kurze Enden auf einer Seite sind und hier diese Umschlingung sehr schön ausgeführt ist. Ich zeige es nochmal hier. Wir haben diese zwei Seile, die man miteinander verbinden möchte. Legt das Seil drüber, umschlinge das einmal, lege es hierher. Am besten ich halte das dann mit zwei Fingern, gehe einmal über alles drüber. Und einmal durch dieses Auge auf dieser Seite wieder raus, zieh fest, das ist der sogenannte Kreuzknoten. Der nächste Knoten ist ein bisschen ein Angstknoten für viele, die dieses Schiffsführerpatent 10 machen. Das ist der sogenannte Palstek. Auch ich habe hier so meine Schwierigkeiten gehabt am Anfang, bis ich eine einfache Methode gefunden habe, die ich euch heute vorstellen möchte. Beim Palstek ist es wichtig, sich vorher im Klaren zu sein, welche Seite der Leine habe ich nachher dann in der Hand und welche soll diese Schlaufe bilden, die unveränderlich ist. Also das soll die Schlaufenseite sein, das soll die Seite sein, die ich dann in der Hand habe. Ich bilde mal ein Auge. Beim Auge ist es wichtig, dass die Seite, die dann zur Hand führt, immer die ist, die unter dem anderen Seilende liegt. Dann dieses Seilende nehmen, aus dem Auge heraus, einmal unter dem Handende durch und wieder in das Auge hinein. Festziehen, so sieht der Palstek aus. Ein kurzes Ende parallel zum langen, zur Schlaufe. Die Schlaufe ist nicht veränderlich. Die Umschlingung muss schön sein. Zeig es nochmal langsam hier. Also, Handseite, die Seite, die die Schlaufe bilden soll. Wir bilden das Auge, wichtig. Es geht nur, wenn diese Seite unter der Schlaufenseite liegt. Aus dem Auge rauskommen, einmal herum um dieses und wieder ins Auge hinein und festziehen. So sieht ein Palstek aus. Dann zeige ich euch den Schotsteck, den einfachen Schotsteck. Verbindung zweier Schnüre, die nicht gleichen Durchmesser haben. Das heißt, es ist jetzt genau richtig so. Ich mache einmal hier so eine Schlaufe, greife diese so, kurzes Ende oben, schaue, dass der Finger auf diese Seite zeigt. Das ist am einfachsten. Komme mit dieser Leine raus aus dem Auge, einmal um den Finger und beim Finger wieder durch. So schaut der Shotstake aus. Beide kurzen Enden müssen wieder auf einer Seite sein. Schöne Umschlingung, so sieht er aus. Zeig's doch mal langsam her. Wir haben zwei Seile, linkes Seil, Schlaufe bilden, kurze Seite oben, mit dem Finger greifen.
aus dem Auge rauskommen, um den Finger herum und in den Finger hinein. Beim Shotstick ist es halt so, wenn Bewegung in beide Richtungen ist, kann es sein, dass sich dieser Knopf löst. Darum gibt es den doppelten Shotstick. Auch ganz einfach, wir beginnen wieder gleich. Wir haben diese Schlaufe, oben wieder das kurze Ende. Greifen mit dem Finger, kommen mit diesem Seil wieder aus dem Auge raus, einmal um den Finger herum, wieder hinein. Dann noch einmal herum und wieder beim Finger hinein. Festziehen. Jetzt haben wir hier die doppelte Umschlingung und einmal hier quer. Zeig es nochmal langsam her. Zwei Seile, Schlaufe bilden, kurzes Ende oben, Finger ausstrecken, einmal durch, einmal um den Finger, durch, noch einmal und wieder durch. Und dieser doppelte Shotstick geht dann nicht mehr auf, wenn hier Bewegung ist. So, das nächste. Für das nächste brauchen wir dann ein sogenanntes Knotenbrett. Ich fange mal mit einem einfachen Knoten an. Das ist der sogenannte Webelein Stack. Beim Webelein Stack einmal drüber. Wir kreuzen einmal und stecken das Ende dann durch. Parallel. Das heißt, das kurze Ende und das lange Ende, das dann am Boden ist zum Beispiel, sind parallel, einmal ist diese Umschlingung schräg drüber. So sieht das aus. Zeig es auch mal langsam her. Wir legen drüber, greifen durch, gehen einmal quer drüber, greifen wieder durch und schieben das Ende parallel durch. Webelein Stack. Den Webelein Stack kann man auch auf Slip legen. Zeig das kurz her. Auf Slip legen bedeutet durch, das ist einfach dasselbe, wir greifen durch, holen uns das Ende, gehen quer drüber und stecken, machen hier eine Schlaufe, einfach so, stecken das da durch, ziehen das fest. Jetzt ist es so, der Knoten hält und wenn ich hier am kurzen Ende anziehe, lässt es sich ganz einfach lösen. Der nächste Knoten ist eineinhalb Rundtüren mit zwei halben Schlägen. Wir legen wieder drüber. Das ist der erste Rundtüren. Dann ein halber Rundtüren. Das sind diese eineinhalb Rundtüren. Jetzt brauchen wir noch zwei halbe Schläge. Machen hier diesen Bogen. Einmal unten durch festziehen. Noch einen und wieder festziehen. Das sind eineinhalb Rundturns mit zwei halben Schlägen. Zeig es doch mal langsam her. Legen drüber. Erster Rundturn, dann ein halber Rundturn. Machen hier so einen Bogen. Wichtig ist hier überkreuzen und von unten kommend durchziehen. Noch einmal dasselbe, wieder durchziehen. Festziehen den Knoten. Sind eineinhalb Rundturns mit zwei halben Schlägen. So, jetzt haben wir noch die Belegung einer Klampe. Das ist eine sogenannte Klampe. Wir kommen hier, das ist die Seite zum Beispiel Boot. Wir legen das einmal an der Wurzel hier vorbei. Überkreuzen hier, kommen hier. Machen hier eine Drehung, legen das drauf und ziehen fest. Schöne Umschlängung. Hier kann nichts mehr sein, egal wie dieses Boot sich bewegt. Zeig es auch mal langsam her. Komme hier, ziehe das Boot zum Beispiel einmal um die Wurzel rum. Einmal Überschlag, zweiter Überschlag, kommen und einmal hier, wichtig, die Drehung, damit das Seil unten ist und hier parallel verläuft. Das ist die Belegung der Klampe.
So, jetzt fehlt uns noch der sogenannte Stopper-Stack. Der Stopper-Stack wird verwendet, wenn man hier ein Seil hat, das gespannt ist im besten Fall. Ich habe leider jetzt nicht zum Einspannen, ich zeige es trotzdem her. Und ich will ein anderes Seil draufbinden und möchte, dass es in eine Richtung verschiebbar ist und auf die andere Seite soll es stoppen. Das heißt, ich lege es drüber. Jetzt möchte ich es, dass es nach rechts verschiebbar ist, nach links soll es aufstoppen. Das heißt, ich komme hier raus, wichtig, und überschlage nach rechts. Überschlage ein zweites Mal nach rechts. Und jetzt, wichtig, am besten ist, man legt sich hier den Finger hin. Jetzt beim letzten Mal nur über dieses Seil, das gespannt ist, hier drüber und mit dem Finger raus. Festziehen. Jetzt kann ich das Seil, den Knoten hier verschieben, nach rechts. Wenn dieses Seil gespannt ist, kann ich nach links nicht verschieben, weil diese zwei Überschläge sozusagen hier aufstoppen. Ich zeige es nochmal langsam hier. Das ist das Seil, das gespannt ist. Mit diesem Seil komme ich. Ich möchte, dass der Knoten nach rechts verschiebbar ist. Nach links soll er nicht verschiebbar sein. Etwas nicht, wenn er unter Spannung ist. So. Komme durch, lege nach rechts drüber, lege noch einmal nach rechts drüber und beim letzten Mal einfach nur den Finger, damit ich hier leichter durchkomme, nur mehr über dieses Seil, das gespannt ist. Ziehe diesen Knoten fest, kann ihn verschieben, aber in diese Richtung geht nichts, weil aufgestoppt ist. Das ist der sogenannte Stopper-Stack. So, das waren im Wesentlichen die prüfungsrelevanten Knoten. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie diese Knoten funktionieren. Wenn es Fragen gibt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Sonst würde ich mich um einen Daumen hoch freuen und dann bis zum nächsten Video. Euer Chris, ciao.